Kapitel 18. Ein Festmahl bei Freunden. Die kalte, tote Hand packte den Arm des Ritters, dem der Schreck sofort in den Gliedern steckte. Als Enarion seinen Arm betrachtete, nachdem die Hand der toten Frau griff, schweifte sein Blick dann in das Gesicht der Toten. Die Augen der Frau waren plötzlich weit geöffnet und suchten hektisch nach einem Fokuspunkt. Aufgerissene Augenlider, tote, weiß durchdrungene Augen, blickten starr auf den Paladin. Die grausame Fratze öffnete langsam die Mundwinkel, als ein ächzendes Geräusch aus der Toten herausdrang. Ein Stöhnen, ein Gurgeln, welches gepaart mit Blut aus dem Schlund heraustrat. Der Griff an Enarions Arm begann sich nun fester anzufühlen, als wolle die Frau ihn zu sich hinunter auf den Boden der Kanalisation ziehen. Schnappend und beißend versuchte die Tote, den Ritter zu erhaschen. Enarion griff mit seiner freien Hand nach dem Schwert. Mit einem beherzten Zug verließ die Klinge sogleich die Scheide an seinem Gürtel. Und mit einem kräftigen Hieb und einem kurzen Schrei schwang der Ritter das Schwert vor sich. Die Klinge, wie ein glühendes Messer durch Butter, durchtrennte den Arm der Toten unmittelbar. Doch der Arm, obwohl sich dieser sauber vom Leib der Frau trennte, griff weiter nach ihm und hing noch immer klammernd an seinem Arm. Die Tote ächzte erneut und schrie förmlich voller Zorn. Der in Rüstung gehüllte, untote Leichnam der Frau wollte sich gerade vom Boden erheben, doch der Ritter reagierte instinktiv. Das Kämpfen lag Enarion im Blut. Noch ehe sich die Frau vom Boden der Kanalisation aufrichten konnte, verpasste der Ritter der Untoten einen heftigen Tritt direkt in die grässliche Fratze, wonach der untote Körper mit dem Hinterkopf auf den schleimigen, feuchten Boden der Kanalisation aufschlug. Das Schwert, noch immer in Händen, warf Enarion die Klinge kurz in die Luft und fing den Griff umgekehrt wieder auf. Die Spitze der Klinge zeigte auf den Boden. Mit einem weiteren Aufschrei ließ der Ritter das Schwert darauf zu Boden schnellen. Mit einem schmatzenden Geräusch versenkte er den kalten Stahl seiner Waffe in der hässlichen Visage der untoten Frau. Die Klinge drang beinahe mühelos durch die Stirn der Frau ein und das Schwert rammte sich in den steinernen Boden unterhalb des Kopfes. Mit einigen wenigen Lauten und zuckend kam der untote Körper allmählich zum Erliegen. Enarion drückte die Klinge ein wenig zur Seite, um sie vom Boden lösen zu können, und zog das Schwert dann ebenso beherzt, wie er den Stich ansetzte, wieder heraus aus dem nun endlich leblosen Körper. Was bei allen sieben Höllen war das denn? Fragte Byron erschrocken und noch immer nicht ganz verstehend, was sich dort soeben ereignet hatte. Ich habe diese Untote verbannt, kam es Enarion über die Lippen, der das Schwert sogleich wieder in die Scheide gleiten ließ, um sich dann dem noch immer an seiner Rüstung klammernden Arm der Frau zu widmen. Er riss sich den untoten Arm von der Armschiene und warf ihn in das Kanalwasser. Ein Platschen ertönte hallend in dem Gang der Kanalisation. Untote Wesen, Diener der Nekromantie, sprach Garadon laut denkend vor sich aus, als Enarion ihm daraufhin die Fackel in das Gesicht leuchten ließ. Euch sind diese Dinge vertraut, mein Herr Magier. Die Macht, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Untotes Leben, geboren aus der verbotenen Magie der Nekromantie. Ich las einst darüber. Eine Plage, eine Seuche, ergänzte Enarion, während Byron den Leichnam der Frau aus der Entfernung mit seinem Dolch anstupste, um eine Regung zu provozieren. Und ihr seid sicher, dass dieses Ding jetzt auch wirklich tot ist? Fragte der Halbling besorgt. Enarion drehte sich wieder mit der Fackel zu Byron. Das Gehirn. Es ist das Gehirn, das diese Wesen antreibt. Wie uns Menschen auch. Schaltet man das Zentrum aus, dann stirbt auch der Körper. Byron nickte verunsichert, aber zustimmend. Diese Notiz, die die Frau bei sich trug, das ist besorgniserregend. Nun, wie ich bereits sagte, ich bin ein Ritter der blauen Flamme. Ich kann nicht behaupten, dass mir dies hier ungewöhnlich vorkommt. Auch für mich gibt es einen Grund, weshalb ich auf die Insel gekommen bin. Was meint ihr? Fragte Garado. Es gibt Berichte, die unsere Enklave erreichten. Berichte von einer Seuche, die sich hier auf Floh befinden soll. Diese Frau hier ist der erste Beweis, den ich dafür gefunden habe.
Die Insel ist verseucht, sprach Byron erschrocken. Es ist vielleicht etwas, worüber wir lieber in einer dafür angemesseneren Umgebung sprechen sollten. Lasst uns zusehen, dass wir hier herauskommen. Und übereinstimmend, ohne weitere Umschweife, führten die drei ihren Weg durch das Unterreich von Ochsenwacht fort. Immer stets vorbei an feuchten, stinkenden Gassen und Ecken. Dunkel und menschenleer. Einzig gelblich leuchtende Pilze, die sich hier scheinbar über die Jahre hinweg angesiedelt hatten, erleuchteten immer wieder den Weg und spendeten den Reisenden mit Ausnahme ihrer Fackel einen ungefähren Blick auf das, was direkt vor ihnen lag. Immer auch wieder huschten hier und dort die Ratten über die Gänge. Einige von ihnen so lang wie menschliche Unterarme. Manche konnte man dabei beobachten, wie sie an den schimmernden Pilzen nagten. Es schien ihnen ein Genuss zu sein. Die Augen und Ohren der Gruppe waren nach ihrer Begegnung mit der Untoten mehr als wachsam und gespitzt. So hätte doch hinter jeder Ecke etwas Vergleichbares lauern können. Angst schlich sich sogar bei Byron und Garnaun ein. So hatten die beiden doch vorher nie eine solche vergleichbare Begegnung erlebt. Sie waren froh, dass der kräftige Ritter Inarion ihnen voranschritt. Doch nach einiger Zeit stießen die drei dann auf etwas Ungewöhnliches. Hinter einer Ecke flackerte ein schwaches Licht. Das schwache Licht von Kerzen könnten es gewesen sein. Vielleicht ein Ausgang? Vorsichtig und langsamen Schrittes näherten sie sich. Zu hören war nichts. Und tatsächlich entdeckten sie hinter jener Ecke einen schmalen Korridor. An den Wänden, jeweils gegenüberliegend, angebracht, prangerten in der Tat Kerzen. Irgendjemand musste die Kerzen doch entzündet haben. Doch warum? »Bin ich der Einzige hier, dem das merkwürdig vorkommt?« sprach Byron leise. Doch trotz gegenseitigem, ungläubigen Staunens setzten die drei sich weiter in Bewegung. Und nach wenigen Schritten wurde die Szenerie daraufhin noch unglaubwürdiger. Denn am Ende jenes Korridors fanden sich die drei wieder in einer Art Saal. Auch an den Wänden jenes Saals prangerten ebenfalls Kerzen. Und nicht nur das. In der Mitte des Saals befand sich eine lange Tafel mit mehreren prunkvollen Stühlen, Kerzenständern, die ebenfalls hellauf brannten, und sogar ein Kamin, der zur Stirnseite des Tisches wohlig loderte. Ein völlig paradoxer Anblick, den die drei erst überhaupt nicht einzuordnen wussten. Selbst Garadon, der doch sonst immer so logisch auf das blicken konnte, was er sah, zweifelte stark an dem, was sich dort vor seinen Augen abspielte. Handelte es sich hierbei möglicherweise um ein Trugbild? Einen schleierhaften Zauber? Mit einem kräftigen Windzug schlugen die große Tür, durch die die drei eben noch schritten, zu. Und der kräftige Hauch bewirkte auch, dass von jetzt auf gleich alle Kerzenlichter erloschen waren. Selbst die Fackel in Inarions Händen war sogleich erloschen. Sofort griff Byron in der Dunkelheit nach dem Türknauf und versuchte vergeblich, die Tür wieder zu öffnen. »Ich hatte gar keine Gäste mehr erwartet in der heutigen Nacht. Welch freudige Überraschung!« tönte es durch die Finsternis. Inarion zückte das Schwert und erhob den Schild schützend vor sich. Garadon und Byron positionierten sich unmittelbar hinter dem Ritter. Garadon umklammerte fest seinen Stab und Byron spannte bereits einen Pfeil in seinen Bogen ein. Die drei waren bereit zu kämpfen. Aber, kein Anlass zum Anwenden von ungehobelter Gewalt. So kommt doch bitte, setzt euch. Es kommt so selten vor, dass die Menschen mich hier besuchen. »Wir können nichts sehen, du Scherzkeks«, sprach Byron der Stimme in der Dunkelheit entgegen. »Oh, ja natürlich. Bitte verzeiht mir. Die Defizite des sterblichen Daseins entfallen mir zunehmend. Ihr sollt das Licht bekommen.« Ein Schnipsen durchzog den Raum und hallte von den Gemäuern des Saals zurück. Und so plötzlich, wie das Licht den Raum verlassen hatte, und die Kerzen erloschen waren, so schnell entflammten die Kerzen auch wieder. Besser so? Der Blick der dreien wanderte hinüber zur Stirnseite des Tisches. Auf dem prunkvoll gearbeiteten Stuhl am Ende erblickte man nun plötzlich einen Mann. Schwarzes, dichtes Haar, dunkle, durchbohrende Augen
und ebenso schwarz und dunkel gekleidet. Zurückgelehnt saß er ganz entspannt in seinem Stuhl, der beinahe einem Thron glich. »So bitte, setzt euch doch. Gebührt es nicht der Höflichkeit, eine Einladung nicht zu unterschlagen, tugendhafter Ritter, edelmütiger Magier, tapferer Halbling? Es geschieht euch nichts, glaubt mir. Ich möchte, dass ihr eine Weile meine Gäste seid heute Nacht und die Vorzüge meiner Gesellschaft kennenlernt.« Garadon spürte eine Macht, die von dem Mann ausging. Eine dunkle Macht. Eine Präsenz, die er bisher noch nie gespürt hatte. Etwas Andersartiges. Doch nicht zwingend Bösartiges. Er verstand nicht recht, welche Gefühle dort in ihm arbeiteten. »Was bist du, Dämon?« zischte Inarion ihm entgegen. »Dämon?« »Nur ein Freund. Auf der Suche nach Freunden. Ein Gastgeber, der die Dankbarkeit und Höflichkeit seiner Gäste schätzt. Warum schenkt ihr mir nicht ein wenig Vertrauen? Schließlich seid ihr es doch, die hier in mein Haus kommen.« »Was für ein Haus? Du wohnst hier in der Kloake, mein Lieber«, entgegnete Byron, und der Mann lachte erneut. »Findet ihr nicht, dass ich es mir hier gemütlich eingerichtet habe? So unwohnlich empfinde ich es hier unten gar nicht. Allem voran empfinde ich diesen Sitz hier als nur ein temporäres Domizil. Doch schweifen wir nicht weiter ab. Nun bitte, so setzt euch doch. Ich fühle mich wirklich sehr schlecht, wenn man auf meine Einladung nicht reagiert. Ich bemühe mich ja sehr, es euch hier so angenehm wie möglich zu machen. Das Essen ist sicher auch gleich fertig. So bitte, setzt euch.« Byron blickte zu Garadon. Garadon blickte zu Inarion, der ebenfalls nur zurückschaute. »Setzt euch meinetwegen auch gerne an das Ende meiner Tafel. Bleibt auf Abstand, wenn ich auf euch einen furchteinflößenden Eindruck mache. Macht es, wie es euch beliebt.« Der Mann streckte den Dreien die Hand entgegen zur Geste, dass sie sich setzen sollen. Fahle, knochige Finger ragten aus seiner Robe hinaus. Garadon rückte einen Stuhl zurück und nahm langsam darauf Platz, während Inarion und Byron sich noch unsicher waren, was das zu bedeuten hatte. »Ihr versteht sicher, dass wir verunsichert sind?« fragte Garadon. »Ja, aber gewiss doch. Das hier sieht man doch nicht alle Tage, nicht wahr? Bitte nehmt Platz, ihr beiden. Habt ein wenig Vertrauen.« Garadon blickte hinüber zu dem Paladin, der die Situation noch immer als fragwürdig interpretierte. Inarion spürte, dass es sich bei dem Mann um etwas Ungewöhnliches handeln musste. Irgendetwas an ihm ließ den Ritter noch immer verkrampfen. Garadon hob eine Hand und signalisierte dem Paladin dadurch, das Schwert zu senken. Doch das Schwert steckte Inarion nicht weg. Schließlich zog er sich einen Stuhl zur Seite und nahm darauf mit genügend Abstand zum Mann Platz. »Ernsthaft, Leute?« sprach Byron als letzter, der noch stand und sich nicht dazu durchringen konnte, Platz zu nehmen. Er blickte erneut hinüber zum Mann, der ihm ganz langsam zublinzelte, wie eine Katze, die einem zu verstehen versucht, dass man ein Freund ist. Skeptisch zog nun auch er einen Stuhl hervor und platzierte ihn so, dass er den Mann stets im Blick behalten konnte. »Na also, prächtig. Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Und als höflicher Gastgeber obliegt es mir, mich euch vorzustellen. Mein Name ist Drak. Sirius von Drak. Ich brenne förmlich darauf, eure Namen zu erfahren. Unsere Namen sind Garadon, Inarion und Byron«, antwortete Garadon stellvertretend für alle. »Nun, seid erneut willkommen. Es ist nicht häufig der Fall, dass sich die Menschen hierher verlaufen, geschweige denn, dass ich ihre Bekanntschaft mache.« Sirius hob die Hände und klatschte dreimal leicht und senkte seine Hände dann schnell wieder herab. Beinahe unmittelbar darauf erschien aus dem angrenzenden Nebenzimmer eine Kreatur.
Es war ein Mann in gebückter, buckeliger Haltung, zerzaustes Haar und abgewetzter Kleidung am Leib. Er trug ein Tablett aus Silber mit 4 gefüllten gläsernen Kelchen. Eine rote Flüssigkeit befand sich in jedem Kelch und die Masse schwappte leicht hin und her, als der Mann sich der Tafel näherte. Ah, Igor! Euer Erscheinen ist wie immer ein freudiger Anblick, sprach Sirius, als Igor jedem am Tisch demütig einen Kelch reichte. Der Diener vermied es, irgendjemandem in die Augen zu blicken und senkte seinen Blick stets zu Boden. Die 3, noch immer nicht sicher, worauf sie sich dort gerade einließen, beobachteten das Treiben argwöhnisch und vorsichtig. Und so schnell wie Igor den Raum betrat, verließ er ihn daraufhin wieder. Stoßen wir an. Auf neue Bekanntschaften und die Freuden des menschlichen Lebens. Sirius hob den Kelch in die Luft, darauf wartend, dass es ihm gleichgetan wurde. Die Gruppe schaute sich an. Garadon warf einen prüfenden Blick in das Glas, untersuchte die rote Flüssigkeit. Byron steckte einen Finger in den Kelch und führte sich einen kleinen Tropfen zum Mund. Inarion und Garadon betrachteten ihn gespannt. Der Halbling schmatzte ein wenig, als er den Geschmack prüfen wollte. Sein Blick wurde weniger streng. Wein! Es ist Wein! Erleichtert hoben nun auch Garadon und Inarion den Kelch in Richtung des Gastgebers. Sie tranken, doch das Treiben dort unterhalb der Stadt war für alle immer noch konfus. Keiner konnte sich wirklich einen Reim darauf machen, was dort genau passierte oder wer Sirius war. Byron blickte durch den Raum. In einer Ecke des Raums machte er eine Entdeckung. Es stand dort, scheinbar völlig deplatziert, ein hölzernes Schaukelpferd für Kinder. Gestattet ihr mir eine Frage? Wollte Byron wissen. Gewiss doch. Warum dieses Kinderspielzeug dort? Fragte der Halbling. Ein altes Spielzeug meiner Tochter. Die Kinder. Eben sieht man sie noch schaukelnd auf einem Holzpferd. Und schon im nächsten Moment sind sie groß und erforschen die Welt. Es bedeutet mir etwas. Es ist ein Erinnerungsstück. Und wo ist eure Tochter jetzt? Fragte Garado. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Wir hatten einen kleinen, sagen wir, Disput. Als Vater ist es mir ein Anliegen, meine Tochter vor der Welt zu schützen. Doch meine Smilla hat andere Vorstellungen. Sie ist wissbegierig, abenteuerlustig. Sie möchte die Welt nicht nur sehen, sondern auch verstehen und lernen. Und das wiederum bedeutet, in ihr zu leben. Am liebsten hätte ich sie natürlich hier bei mir. Doch ich respektiere ihre Entscheidung. Auf die Kinder, hob Byron den Kelch. Auf sie, antwortete Sirius. Alle tranken. Sirius war geheimnisvoll und es ging zwar eine gewisse Bedrohlichkeit von ihm aus, doch ebenso war er gastfreundlich, höflich und zuvorkommend. Als Igor dann auch das Essen auftischte, gebratenes Fleisch, frisches Obst und Gemüse, spätestens dort waren alle vollends verwirrt. Doch sie entschieden sich dazu, die Gelegenheit zu nutzen, denn alle von ihnen waren ausgehungert und müde. Einen Platz an der Tafel von Sirius zu erhalten, war ein willkommenes Geschenk. Sie aßen, sie tranken und sie unterhielten sich über allerlei und jenes, was ihnen bereits widerfahren war. Sirius folgte gespannt jenem Wort seiner Gäste und auch er plauderte über väterliche Pflichten und die Fürsorge für seine Tochter. Die Zeit verging. Ich danke euch allen für eure Zeit und dass ihr meine Gäste wart. Ich werde euch nun hinausgeleiten. Durch diesen Korridor dort gelangt ihr an eine Leiter. Diese führt euch an die Oberfläche. Sollte euch danach sein, so seid ihr jederzeit gerne eingeladen, mich erneut zu besuchen. Die Verabschiedung blieb förmlich. Es reichte sich niemand die Hand. Der in dunkle Kleidung gehüllte Mann mit blasser Haut blieb in seinem Stuhl sitzen. Die 3 dankten Sirius und schon bald darauf zogen sie von dannen. Hinaus in den Korridor, an dessen Tür der Diener Igor sie geleitet hatte. Und kaum waren sie hindurchspaziert, schloss der bucklige Mann hinter ihnen erneut die Türen zu Sirius' Reich. Was ist er? Fragte Byron. Ein Monster,
antwortete Enarion. Ein Monster wohl gewiss, aber eines mit Manieren und einem Bewusstsein. Nicht alles, was wir nicht sofort verstehen, bedeutet gleich, dass es feindselig ist, sprach Garadon weise auf Enarion ein. Doch ihm missfiel diese Aussage. Es entsprach nicht dem Glaubenssatz seines Ordens. Ich bin nur froh, dass wir wieder an die Oberfläche kommen, sprach Byron, und einer nach dem anderen erreichte die Leiter, die sie in die Stadt bringen sollte.